Und mir wurde auch nicht wirklich viel erklärt. Also man hat mich dann einfach an den Schreibtisch gesetzt und gesagt, hier hast du einen PC, guck dich mal durch die Schiffe und nach und nach werden Anfragen reinkommen. Das war gut, war natürlich, dass ich da angefangen habe, ich weiß nicht, im Februar oder irgendwie sowas. Also jetzt nicht mitten in der Saison, wo es dann schon voll losgeht, sondern ich hatte natürlich dann so ein bisschen Vorlaufzeit, um mich ja, mal vorzubereiten für das, was dann kommt. Aber das es war dann, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Das passiert dann einfach. Also ja, und so habe ich mich Stück für Stück darin reingearbeitet, Boote zu vermieten, um zu schauen, was gibt es überhaupt für unterschiedliche Arten von Booten, sei es jetzt Motorboot oder Segelboot oder ne, und auch für unterschiedliche Preisklassen und auch unterschiedliche Arten von Urlaub, ob es denn jetzt ein Tagesausflug ist oder ein ganzer Urlaub auf einer Yacht. Sowas macht man natürlich, da gehört natürlich alles dazu. Also, Irgendwie als so. wir an der Marina waren in Ibiza, dann hast du mir ein bisschen auch erklärt, wie das da aufgebaut ist. Also die kleinen Schiffe vorne, dann können wir vielleicht einen kurzen Clip jetzt hier einblenden, dass das ein bisschen zeigt, also dass vorne eigentlich die kleineren Boote sind und dann werden die, desto weiter man geht in der Marina, werden die Boote immer größer. Wie viele Boote Genau. gibt es da insgesamt? Hat man so einen Überblick? Also ich war einfach erschlagen von der Anzahl, weil das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch mehrere Häfen. Das ist natürlich nur ein Hafen. Das ist die Marina Botafogo. Dann haben wir noch Marina Ibiza. Das ist der Hafen direkt nebenan. Dann haben wir noch einen anderen Hafen in der Altstadt. Da liegen auch Boote. Und der Club Nautico, der ist so zwischen den Häfen. Also wir haben eigentlich vier Charterhäfen, sagen wir mal, in Ibiza Stadt nur. Und dann haben wir auch noch welche in Santa Eulalia und in San Antonio. Also wie viele Boote wirklich auf Ibiza in total liegen, das bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt. In Marina Botafogo, in dem Hafen, den wir gerade gesehen haben, sind es bestimmt nicht 500, 600 in dem Dreh oder auch ein bisschen mehr. Also in einem durchschnittlich guten Jahr, wie viele Boote vercharterst du? Letztes Jahr waren es knapp 500. 500 und ein bisschen was. Klar, man darf natürlich nicht vergessen, dass das auf 3 Monate gerechnet ist. Also von bis, was ist quasi das günstigste Boot in deinem Repertoire und was sind die teuersten und wie groß sind diese Boote dann? Ja, das also so ganz, ich meine, der Preis kommt sowieso auch auf die Saison jeweils immer drauf an. Im Mai ist das Boot günstiger als im August. Ne, so. Aber generell kann man sagen, das geht los bei 400, 500, 600 €. Wenn man jetzt nicht so eine ganz große Gruppe ist, ne, und da passen dann, weiß ich nicht, so 6, 7, 8 Leute vielleicht höchstens auf das Boot plus der Kapitän. Das ist dann eher so für die kleineren Gruppen. Und das Größte, ich meine, nach oben haben wir tatsächlich keine Grenzen eigentlich. Das größte Boot mit Liegeplatz, was im Hafen liegt, kostet 12.500 € am Tag. Da kommt dann noch immer, darf man nicht vergessen, das sind immer Nettopreise, da kommt dann noch die Steuer dazu und der Spritverbrauch am Ende des Tages. Und so eine Yacht, die 12.500 € am Tag kostet, ja, die verbraucht dann halt auch einfach mal 2.500 € Sprit noch. So, das darf man und natürlich das Essen und die Getränke. Ne? Also es gibt viele, viele Kunden, die geben das auch aus, die leisten sich sowas und ja. Ja. 2.500 € einfach nur Benzin. Ja. Wow. Okay. Ich habe dich um ein paar Fotos gebeten. Ich weiß jetzt nicht, ist das eine Reisegruppe, wenn wir das jetzt hier einblenden? Oder was würde dieses Boot kosten, wenn man dieses Boot mieten wollte für einen Tag? Genau, ja, das ist eigentlich so ein Check-in-Moment. Ne? Ich bin immer morgens da, wenn die Kunden kommen, mache den Check-in mit denen, dann müssen wir uns kurz setzen und den Chartervertrag machen zusammen und die Restzahlung. Und das Boot in dem Fall kostet 500 € in der niedrigeren Saison, also im Mai zum Beispiel. Und da kommt dann auch die Steuer dazu. Und 150 € Kapitän und der Sprit am Ende. Der Kapitän, also ja,
bist auch bei 800, 900 Euro dann am Tag. Und da können allerdings tatsächlich 11 Personen drauf, ist dann ein bisschen eng. Ich sage immer, es ist schön für 8 bis zu 8 Personen. Also dann wären es ungefähr 100 Euro pro Person. Und das ist ja absolut machbar auch mal, ne? In jedem Beachclub, sage ich, geben die Leute viel mehr Geld aus, als auf so einem etwas kleineren Boot. Wenn sie sich noch ein paar Sandwiches mitbringen, müssen die auch nicht ins Restaurant. Und ja, genau. Aber du hast aber kein Kapitänspatent, obwohl, wenn wir jetzt das nächste Foto zeigen, könnte es auch danach aussehen. Du bist am Ruder. Ist das auch ein Schiff, das man mieten kann? Ja, richtig. Das ist ein großes Segelboot, was man auch mieten kann. Auch das für, ja, immer nur für bis zu 12 Personen. Genau, kann man auch mieten. Richtig. Und Wahnsinn. ich habe kein Kapitänspatent. Nein, brauche ich auch nicht. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Voraussetzungen, wenn man eine Yachtbrokerin ist, um in diesem Job zu bestehen? Man braucht ein ganz, ganz hohes Organisationstalent, und auch Geduld, weil halt immer wieder die gleichen Fragen kommen. Man braucht sehr viel, ja, Organisation, Geduld und Durchhaltevermögen auch. Und vor allem die Bereitschaft, tatsächlich sein eigenes Leben erstmal doch hinten anzustellen. Man muss tatsächlich immer, immer erreichbar sein. Spanien war ja am Anfang der Corona-Krise ja besonders hart betroffen. Wie hat sich das bei dir im Job ausgewirkt? Das stimmt. Das war extrem hier in Spanien. Das ist vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz gingen dann ja die Grenzen wieder auf, zum Sommer hin, und die Leute konnten kommen, wenn auch ein bisschen anders. Das hieß, die Diskotheken waren zu. Generell hatten wir Tanzverbot eigentlich bis dieses Jahr noch. Ich weiß gar nicht, September oder wann? Lange. Wir hatten lange Tanzverbot. Was natürlich für eine Insel wie Ibiza sehr schlecht ist, sage ich mal. Die Leute oder Gäste kommen ja doch eigentlich eher, oder viele auch zum Feiern, sei es in den Clubs oder auch in Beachclubs einfach. Das ging alles nicht. Was daraufhin, ja, das führte dann dazu, dass aber mehr Boote gemietet worden sind. Also das auch schon letztes Jahr, schon 2020 hatten wir, wenn auch nur eine ganz kurze Saison. Also wir konnten nur, ja, so richtig arbeiten konnten wir nur 6, 7 Wochen. Und dann war eigentlich auch schon wieder vorbei. Und ich arbeite sehr viel mit Deutschen auch. Und dann das war Ende August, und dann ging die Reisewarnung wieder raus, und dann mit der Reisewarnung kamen dann auch nur noch Stornierungen eigentlich, und das war natürlich nicht schön. Aber bis dahin, diese 6, 7 Wochen, die wir arbeiten konnten, waren Boote mehr gefragt als je zuvor, in der Tat. Weil wir konnten mehr Leute an Bord, also nicht mehr als sonst, aber bei uns durfte man dann halt doch zu 10 oder zu 11 sein. Im Restaurant am Tisch war das oft nicht erlaubt. Man hatte ja dann doch Einschränkungen, weiß ich nicht, nur 4 Personen oder 5 Personen vom gleichen Haushalt und sowas. Das hat für die Nautik alles nicht gezählt. Und kam natürlich hinzu, dass man immer ein Stück mehr Freiheit auf dem Boot hat, generell. Die konnten bei uns trinken und tanzen. Also an Bord konntest du tanzen, da hat dich einfach keiner gesehen. Und ja, da hatten wir tatsächlich allerhand voll zu tun. Ich würde gerne noch einen Clip zeigen, bevor wir zu meiner letzten Frage kommen. Und zwar, als wir dort waren, ich meine, es regnet ja nicht so häufig auf Ibiza, aber es gab, glaube ich, in diesem Jahr zum ersten Mal eine sehr lange Phase, wo es fast jeden Tag geregnet hat. Jetzt mal dein Arbeitsplatz aus einem anderen Blickwinkel, wo Regen und Sonne war und dann natürlich auch ein Regenbogen. Clip ab. Also, so sieht dein Arbeitsplatz aus, wenn das Wetter mal nicht so schön ist. Und ich würde sagen, er Ja. sieht trotzdem bombastisch aus. Immerhin mit Regenbogen. Aber sowas Wahnsinn. passiert tatsächlich erst Ende der Saison. Also wir haben bis im Sommer haben wir eigentlich gar keinen Regen, nie. Auch wenn wir den gerne mal kurz hätten, aber das passiert einfach nicht. Bis Ende August gar nicht. Und dann im September haben wir vielleicht mal ein, zwei Regentage. Wir hatten dieses Jahr einen schlechten November, aber da ist dann auch Saison vorbei. Also das ist dann sowieso zu kalt eigentlich zum Rausfahren. Insofern habe ich das Regenproblem nicht unbedingt. Wie ist der Ausblick jetzt für dich für das Jahr 2022? Ich meine, werden sich die Dinge voraussichtlich normalisieren oder
Gut, wir hoffen alle, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird. Was ist dein Wunsch? Was ist deine Prognose? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein richtig guter Sommer wird, der jetzt uns bevorsteht.